Hallöle, Popöle, Pumpernickel läuft um mich herum. Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Letzte Folge haben wir uns getroffen, wir wurden eingefallen, wir haben den Invader vernichtet und ja, lass uns beginnen und zieh dir vielleicht bessere Rüstung. Alter, Hulk Smash oder was? Zieh dir mal vielleicht lieber bessere Rüstung an und komm. Wohin lohnt es sich besser zu gehen, mehr zu gehen? Links oder rechts? Links oder rechts? Hä, wo bist du? Ich zieh mir gerade Rüstung an. Au. Wo bist du denn gerade? Ich hab einen Hund gefunden. Das ist ja ein voll starker Hund. Das ist ja ein halber Boss. Wo bist du gerade? Na, au. Da, ganz oben. Ach, hier. Au. Heilige Scheiße. Ein Schlag. Was meinst du mit Schlag Hund? Also ich stand gerade hier. Und hab die Kreuzung angezogen. Ja, okay. Oh. Schön siehst du aus. Ach ja, stimmt, verdammt. Das möchte ich mal anschauen, Mensch. Ich rück mal der anderen Schilder. Boah, voll cool. Die Gebrüder Stahl oder so. Ja, diese Leute kannst du töten. Die ja, Moment. Toll, danke. Kriegen wir eigentlich beide Seelen? Ich weiß, ich töte mal jemanden. Ja, töte du mal den Kinder. Okay, warte mal. Na, hier kniet doch jemand. Das sind nur Statuen. Wo kniet jemand? Ach, da. Hier. Ja, dann brauchst du den. Ja, Moment. Wie ist das dein Ernst? Ja, ich hab bloß 30 bekommen und du? Keine Ahnung, hab ich aber auch was bekommen. Okay. Ja. Okay, jetzt frag mich mal lieber. Warum? Auf einen Gegner. Damit wir nicht von zwei Seiten überrascht werden. Wie jetzt? Was meinst du? Weil da unten ist so ein Skelett mit der Axt und von da kommt so ein Typ in der Hellebarde. Nicht Hellebarde, sondern in einem anderen Axt. Und da oben ist es, denke ich, gefährlich zu weit. Weil da könntest du ziemlich einfach sterben. Naja. Das Kellner ist immer noch am besten. Ja, ich komm zurück. Müde. Nichts, es geht doch nichts über das Claymore. Oh mein, die haben echt viel Leben, das ist fast schon übertrieben. Na gut, ich habe eigentlich auch echt viel Leben. Das findest du. Das nennst du noch viel Leben? Entschuldigung. Ich mach halt nicht so viel Schaden. Willst du jetzt wirklich da hochgehen? Ach so. Ich weiß nicht. Bist du dir sicher? Sollten wir? Ja, keine Ahnung. Du kannst ja hingehen und nachschauen, was dann passiert. Oder vielleicht sollte ich hier hingehen. Warte. Damit du halt siehst, was hier passiert. Ja, gut. Wie sag mal. Einfach ein paar Leute. Was zum Teufel? Ist das der Boss von vorhin etwa oder was? Nein. Ausschalten hier gerade nicht. Jetzt bin ich tot. Ja, so viel zum Koop-Let's Play. Es gibt zwei von denen. Ab wenn du die besiegst, kriegst du irgendwie so eine positive Anliegen. Zum Teufel. Hat sie überhaupt gar keinen Schaden genommen.
Ich hab Brandraum gegeben, wo ich den Typen benutzt. Ich hab keinen Grund verstanden, das ist verdammt laut. Brandraum sind ziemlich praktisch gegen den Typen. Alter, ich steck fest. Ich darf es behindert nicht. Ich steck fest. Ich steck fest. Ich komm nicht weg, jetzt aber. Ich bin fast schon tot. Man macht dir mehr gar keinen Schaden. Hä? Ich hab nicht von mir gemacht, einen Rufenboden hinterlassen. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab hier übrigens ein Rufsymbol hinterlassen. Okay. Und du bist jetzt wahrscheinlich gestorben. Ja. Oh, hehe. Dann komm ich mal zurück. Sind wir noch immer zusammen, oder? Nee. Wow, das ist ja... Und du hast eigentlich noch keine Glut mehr, oder? Ich hab noch eine, aber... Ach nee, bist du das hier? Was? Ich sehe hier so ein Gas, warst du das gerade? Ich weiß nicht, wie sah da aus? Wie ich? Hast du gerade eine Rolle gemacht? Nein. Da warst du es nicht. Okay, ich hab wieder einen Rufsymbol aktiviert. Wow. Aber ja, mach mal hier PvP machen. Nee, nicht PvP. Nein. Naja. Okay, aber. Nicht, aber lass uns diesen Typen da lieber nicht machen. Der hat gar keinen Schaden genommen. Das macht keinen Sinn. Also, wie viel Glut hast du noch? Eins. Moment, ich muss dir meine Seelen zurückholen. Willst du mich das mal zu dir holen? Okay. Weil ich weiß, wie man. Weil man kann den Typen töten, bevor er sich verwandelt. Oh. Man muss ihn schon insta-killen. Okay. Du kannst das, denke ich, nicht. Moment, dann benutze ich mal die Glut. Die letzte. Geh mal hier hoch. Wo hoch? Und wo ich mal Rufsymbol hinterlassen habe. Mal hier oben. Ah, hier bist du. Wie, du siehst mich? Nein, ich sehe das Symbol. Du bist ja größer als ich. Bist du? Ja, ich sehe es doch hier, du bist einen halben Kopf größer. Hallo. Okay. Ah ja, stimmt, da war ja jemand. Hey, ich hab hier auch was bekommen, cool. Ja. Wollen wir warten, bis ein Hund hier rüber ist oder nicht? Ach ja, hast du dir eine Fackel geholt? Nein. Die sind ziemlich effektiv gegen die Hunde. Oh. Geschlagen? So. Okay, lass mich zuschauen. Eingefallen. Das ist jemand eingefallen wieder. Okay, dann wollen wir uns beeilen. Wohin? Mit den Seelen. Ich weiß nicht. Da kommt. Okay, ich lass das hier. Okay, aber mach schnell. Okay, jetzt müsstest du deine Seelen holen. Ja, wo ist da? Da wo die zwei da beten. Genau hier zwischen. So. Cool. Da hinten ist er, da steht da. Da oben, wo der Bogenschütze stand. Aber ich nehme erstmal das Item. Überreste plündern. Langbogen, gewöhnlicher Pfeil. Oh. Ich bin gerade, hier. Geh weg, Kisch. Oh, shit. Mach dich bereit. Oh Mann.
Wow. Wow. Das ist dieses Samurai-Schwert, oder? Meine, ich treffe ihn nicht. Treffen halt einfach nicht. Toll. Mit dem gleichen Schwert, aber du hast ihn getötet. Das ist doch. Ja, ich hab's verbessert. Ich meine, ich glaube, du hast mehr Reichweite, oder? Ich hab das selbe Schwert. Ich hatte das Gefühl, ich habe ihn nicht getroffen oder sie. Ich glaube, das war eine sie. Warum fallen die eigentlich ein? Ja, die haben halt diese roten Augapfel. Und ich weiß nicht, ich glaube, man bekommt da irgendeine Belohnung, keine Ahnung. Ich habe ja selbst nie über jemanden überfallen. Aber ist ganz spaßig. Meine, was bringt das eigentlich? Was? Was bringt das eigentlich? Ui, 12 Minuten schon. Was sollte man bekommen, wenn man den Typen tötet, diesen Schwarzen da, diesen gerade eben? Dasselbe wie bei diesem Kristallmonster. Ich meine, bevor oder nachdem er sich verwandelt hat? Wenn man ihn tötet, wenn er sich verwandelt hat. Ach ja. Ich mach ja nicht so viel Schaden. Ach, wir kriegen die Flasche zurück, wenn wir jemanden töten? Wir kriegen was zurück? Diese Flaschen. Ach so? Wow, du machst ja nur einen Schlag. Sag mal, hast du deine Waffe geupgradet? Willst du einen Claymore haben? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Das ist das Claymore, was ich gerade habe. Ach so. Das Claymore kann das. Wow. Und hier ist so ein Schrein dafür. Berufsverstärkung. Da kommt dann dieser Typ für Verstärkung. Und da oben noch so ein Typ. Dieser Schwarze da. Ah ja, hier ist ein toter Drache. Also was meinst du mit dieser schwarze Tür? Bitte. Ich will nicht wieder. Hier liegt noch was. Ja, hier könnte noch einiges für dich rumliegen. Die Länder des verlassenen Leichnams? So. Ich rüste mal an den Waffen hinaus. Und hier oben, die Treppe hoch ist auch so ein Event. Ist auch so ein Event. Moment. Ich hab du kannst auch versuchen, einen Hinterangriff zu machen. Was für ein Angriff? Ach, ein Angriff. Was für ein Angriff? Ja, vom Rücken halt anzugreifen. Ach so. Oh, okay. Lass mich mal probieren, warte. Toll. Mach das mal bei denen, die hier auf dem Boden liegen. Ah, das macht alles natürlich viel einfacher. Liegt der immer noch.
tatsächlich aber nicht. Ja. Übrigens, dass hier zwei normale Angriffe mit dem Claymore durchbrechen die Verteidigung. Wow. Wohin? Hoch oder runter? Hoch. Da hinten läuft so ein Typ mit, also so ein Typ da am Tuch und da schreit dann so. Du müsst mal schnell töten, damit er keine Verstärkung. Okay. Und da ruft dann diese drei Typen hier. Hier. Ja. Du machst ja viel Schaden. Ach hey, du hast einen kritischen Treffer gemacht. Echt? Wie ist es so? Wie ist das Geräusch, die ist mit Chillen. Oh. Das ist ein kritischer Treffer. Okay. Kann man. Ja. Moment, ich schaue, ob für mich hier was liegt oder so. So, was ist hier? Du fällst einfach diese Mauer runter. Ja. Und dann liegt er für dich. Hier drin. Okay. Goldenes Kiefernharz. Zweimal, okay. Jetzt müssen wir hier runter. Okay, warte mal. Und hinter dieser Küste ist ein Gegner. Ja, ich hab den schon gesehen. Ja. Und dann gehen wir wieder. Wie bitte? Dann gehen wir nochmal. Da liegt noch was für mich. Brandbombe mal 2, okay. Da schwebt was, okay. Wohin? Dahin. Hier noch. Du leuchtest so schön auffällig Gold, das ist so. Super. Ja, das ist hier so ein Altspiel. Oder so. Ach hier, ich merke gerade, wir sollten. Hier ist es schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Der Krieger des Sonnenlichts. Ja. Der Krieger des Sonnenlichts, die Treue. Es ist übrigens Zeit für ein Folgeende. Ja. Dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.